Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 30. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die sogenannten Präzession. Es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. Dieses Bild zeigt die 12 Lebensbereiche und wir starten mit Sonnenaufgang, weil naturgemäß beginnt der Tag mit Sonnenaufgang. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf, allerdings nicht mit 0 Grad Schütze, sondern langsam steigt nach oben, übergeht von ersten Lebensbereich auf dem 12. Lebensbereich. Ich setze Schütze in diesem beiden Bereich. Aber die Schütze öffnet den ersten Lebensbereich. In klassischen griechischen Mythologie würden wir sagen, das ist Helios, der Sonnenwagen, das zieht alles nach oben und bestimmt die Monatsthemen. Als Beispiel könnte ich sagen, dieser Monat ist noch die Tierkreiszeichen Schütze, die Lokomotive und zieht die ganzen Zug. Die zweiten Lebensbereich, was die Werten und Finanzen symbolisiert, öffnet sich diesem Tor mit Tierkreiszeichen Steinbock. Aber die Steinbock langsam übernimmt die Führung und befindet sich auch im ersten Lebensbereich, also hier wirkt auch. Aber die Tor zum zweiten Lebensbereich wird mit Steinbock geöffnet. Der dritte Lebensbereich bedeutet Schulungen, Informationen, Nachrichten, Kontakte, Internetkontakte, Medien und die Verbindungen zu unseren Nachbarn, Bekannten, Verwandten. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann, aber die Wassermann übergeht langsam auf den zweiten Lebensbereich und hat da auch einen Einfluss. Der vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Das ist die Basis, die Fundament, wenn ich das mit einem Baum vergleiche, das ist das Wurzel des Baumes und symbolisiert unserem Zuhause. Dieser Lebensbereich öffnet sich den Tor mit Tierkreiszeichen Fischen, aber die Fischen wirken auf dem dritten Lebensbereich auch, weil diese ganze Lokomotiv zieht sich nach oben, also die Tierkreiszeichen verrutschen und übernehmen eine andere Position. Der fünfte Lebensbereich, was die Kinder symbolisiert, aber auch unserem eigenen Kindheit. Und hier ist die schöpferische Kraft und Lebensfreude. Dieses Tor öffnet sich mit Widder, aber wirkt am vierten Lebensbereich aber auch. Der sechste Lebensbereich zeigt sich die Arbeit, die Pflichten und Gesundheit. Dieser Tor öffnet sich mit Stier, aber die Stier wirkt auf dem fünften Lebensbereich auch. Siebter Lebensbereich ist die Partnerschaft. Hier öffnet sich den Tor mit Zwillingen, aber die Zwillingen haben auch in den sechsten Lebensbereich auch einen Einfluss. Der achte Lebensbereich ist die Transformation. Dieser Tor öffnet sich mit Krebs, aber hat einen Einfluss auf den siebten Lebensbereich auch. Neunter Lebensbereich ist die Reisen, auch inneren Reisen, die Suche nach Gott. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Löwe, aber die Löwe hat auch
im 8. Lebensbereich auch Einfluss. Im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Baumes hier in diesem Lebensbereich, wird mit Tierkreiszeichen Jungfrau geöffnet. Aber die Tierkreiszeichen Jungfrau wirkt im 9. Lebensbereich auch. Die 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen, Wünsche und Freundschaften. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Waage, aber die Waage hat einen Einfluss auf den 10. Lebensbereich auch. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse, auch karmischen Themen, auch die Ursache der Erkrankungen. Und hier liegen auch die Geheimnisse, auch unseren geheimen Feinden. Und dieses Tor öffnet sich mit Skorpion, aber die Skorpion wirkt auf dem 11. Lebensbereich auch. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im 11. ersten Lebensbereich. Das ist auch logisch, das ist Sonnenaufgang. Und die Tierkreiszeichen Schütze steigt in Osthorizont auf bei Sonnenaufgang. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Westhorizont nach unten. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau im 10. Lebensbereich. Ist im Grenzbereich, übergeht in Tierkreiszeichen Waage und wirkt auf dem 11. Lebensbereich. Mond aktiviert die Thema Berufung und auch Freundschaften. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im 3. Lebensbereich. Das ist die Kraft. Mit dieser Kraft können wir etwas in Bewegung setzen. Und das ist Schulungen, das ist Internet, das ist Medien, das ist die Verbindung zum Verwandten, Bekannten, Veränderungen in unserer vertrauten Umgebung, Bewegung. Mars setzt hier etwas in Bewegung. Bedeutet auch eine männliche Person und in diesen Kreisen haben wir die Kontakt. Merkur ist in Tierkreiszeichen Skorpion in 12. Lebensbereich. Und das bedeutet Gespräche, geheime Gespräche, hinter geschlossenen Türen sind die Verhandlungen und Verträge und Gespräche. Bedeutet auch, dass jemand vertraut ihren Geheimnissen oder ihr sollt euren Geheimnisse bewahren. Bedeutet auch, dass ihr geheime Feinde habt und sie schwätzen hinter eurem Rücken. Jupiter vergrößert etwas und bringt auch Glück, vertritt die Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter ist auch in diesem geheimnisvollen Bereich. Es passiert alles hinter Verborgenen oder öffnet unseren Augen auf diesen Verhandlungen, Gesprächen, Verträgen, dass wir das erkennen, dass etwas ungerecht läuft und verspricht Sieg über unseren geheimen Feinden. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage im 11. Lebensbereich. Die Damen sind aktiv in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen oder gründen eine Gruppe oder bedeutet auch Freundschaften mit einer weiblichen Person, bedeutet auch die Liebe begegnen in Bekanntenkreis, Freundeskreis. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist rückläufig, das kann bedeuten alten Themen oder karmischen Themen oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit, kann diese Rückläufigkeit auch bedeuten, dass diese Umbrüche, Veränderungen etwas verlangsamt ist. Das ist wie eine Bremse und die Themen
sind hier im vierten Lebensbereich wohnliche Veränderung. Das war Saturn, Uranus kommt hierher. Genau, Uranus. Und jetzt kommt Saturn. Saturn habe ich übersehen, sollte ich nicht. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im 12. Lebensbereich. Also Saturn nimmt hier die Position ein und belehrt uns, dass wir das auch wahrnehmen, was in verschlossenen Türen, in Geheimen passiert. Saturn zeigt auch hier in diesem Bereich karmische Themen. Neptun ist im Wassermann im 3. Lebensbereich. Neptun ist wie ein Traum und hier liegt die schöpferische Kraft, die Inspiration. Aber es ist nicht zum Greifen. Und viele, wo bodenständig sind, sie die Fakten betrachten, bei Neptun-Energie erscheint das alles so mystisch, so undurchschaubar. Und die 3. Lebensbereich natürlich Internet, Nachrichten, Schulungen und auch Verbindungen zum Bekanntenkreis und Verwandten. Pluto zeigt die inneren Kraft. Pluto ist im Schütze, aber schon im 12. Lebensbereich. Und das sind alles im Geheimen. Dieser 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Wie wichtig das ist, zurückziehen, im Kraft bleiben. Und wir brauchen gerade diese inneren Kraft. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert. Mond befindet sich bei Sonnenaufgang in Tierkreiszeichen Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Chitra und wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei den Römern verehrt, das ist die Weizenähre der Jungfrau und zeigt, es trägt etwas Früchte. Das bedeutet, all das, was wir heute beginnen, braucht zwar Zeit, aber es trägt Früchte. Spica ist ein Balancepunkt und vermittelt uns, wie wichtig ist im inneren Gleichgewicht bleiben. Jetzt die Verbindungen. Saturn verbindet sich mit Jupiter und das ist eine angenehme Verbindung. Saturn zeigt, wir sollen etwas in Form zu bringen und Jupiter gibt die Mut und auch dieser Optimismus, etwas zu vergrößern, etwas vermehren und dann das in Form zu bringen. Bei Saturn haben wir Lernaufgabe und bei Jupiter Energie ist die Weisheit und auch die Gerechtigkeit, dass wir das gerade lernen. Mars hat einen Einfluss auf beide Mondknoten und das sind karmische Themen und Mars bedeutet auch der Mann, das heißt, die Männer haben gerade karmische Themen, das ist die Verbindung da, es wird jetzt aktiviert und die Männer spüren das, die möchten, entweder kommen die Erinnerungen, alten karmischen Erinnerungen, Begegnungen, das kommt alles gerade hoch, das wird bewusst. Und sie suchen ihren Platz im Leben, möchten sie Veränderungen, brauchen eine Aufgabe und gehen in eine andere Richtung, eine neue Richtung. Es ist nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich. Das sind die Suche auf ihren Aufgabe, auf ihren Platz im Leben. Diese Verbindung ist angenehm, eine harmonische Verbindung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, bestrahlt die beiden Mondknoten und das ist eine gewisse Spannung. Also es ist nicht immer leicht, diese Veränderung, diesen Prozess zu bewältigen und das trifft die männlichen Personen in erster Linie. Und natürlich die Krebsgeborenen, Steinbockgeborenen, hier befinden sich die beiden Mondknoten. Und das war dieser Tageshoroskop, aber ich möchte noch etwas vermitteln. Ich habe gestern meinen neuen Kanal eröffnet und dieser Kanal heißt Fernöstliches Liebesorakel. Natürlich kommt Liebesorakel, aber auch Astrologie und dort
veröffentliche ich die chinesische Astrologie. Seid ihr herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn ihr meine Seite besucht oder mich abonniert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.